Hallo ihr Lieben, ich werde mal wieder auf einem Mädchenklamotte-Flohmarkt verkaufen und habe das zum Anlass genommen, einfach nochmal meinen Kleiderschrank durchzugehen und dabei gemerkt, dass ich wirklich nur noch ganz, ganz wenige Teile habe, wo ich dann mir dachte, okay, die können vielleicht doch noch jetzt mal weg, weil ich habe sie eigentlich überhaupt nicht angezogen in der letzten Zeit. Und ansonsten habe ich wirklich nur noch sehr viele Sachen, die ich wirklich liebe und die ich sehr gerne anziehe und in denen ich mich wohlfühle. Und deswegen dachte ich mal, ich könnte ein Video für euch machen, bei dem ich euch so Tipps gebe, wie ich jetzt dahin gekommen bin, wie ich meine Kleidung aussortiert habe, was mir für Tipps geholfen haben, um die vielleicht an euch weiterzugeben und euch zu helfen. Und zwar, als allererstes ist erstmal so wichtig, wenn ihr noch nie so wirklich richtig groß aussortiert habt und alles auf einen Haufen geschmissen habt und alles angeguckt habt, dann müsst ihr das auf jeden Fall machen. Ihr müsst wirklich aus allen Ecken im ganzen Haus, im ganzen Haushalt, alle Klamotten, wo auch immer ihr sie lagert, ob ihr sie auf dem Dachboden habt, im Keller, nur im Kleiderschrank oder in Kisten, alles, was ihr habt, rausholen, alles zusammen und alles auf einen Haufen. Dann guckt ihr erstmal, habt ihr erstmal so einen Überblick, wie viel ihr eigentlich habt. Danach könnt ihr dann alles in Kategorien sortieren, also alle Pullover zusammen, alle T-Shirts zusammen, alle Hosen zusammen, wenn es nicht sowieso schon in den Stapeln war, und alle Jacken zusammen, alle Schuhe. Und dann geht ihr so Kategorie für Kategorie durch. Was habt ihr eigentlich alles? Was habt ihr vielleicht schon vergessen, weil ihr einfach zu viel habt, so wie es mir auch mal ging? Und dann guckt ihr einfach, wie viele Sachen braucht ihr davon eigentlich? Also ihr geht dann wirklich Teil für Teil durch. Manches könnt ihr vielleicht auch nochmal anprobieren. Und die Sachen, wo ihr sofort wisst, oh, die liebe ich, die ziehe ich wirklich oft an. Die sind eigentlich mehr in der Wäsche, als dass sie im Schrank hängen. Die kommen dann quasi auf den Stapel, diese Sachen liebe ich, auf den Liebestapel. Dann macht ihr noch einen anderen Stapel mit, vielleicht bei so Sachen, wo ihr nicht so richtig sicher seid, eigentlich mag ich das und ich ziehe es auch eigentlich ab und zu ganz gern mal an, aber so richtig sicher bin ich mir jetzt nicht. Das kommt alles auf den Vielleicht-Stapel. Und alles, wo ihr denkt, boah, das hatte ich jetzt ewig nicht an oder das ist mir zu klein oder das zwickt oder das. Was weiß ich, hatte ich 2 Jahre eigentlich schon gar nicht mehr an oder ich habe es total vergessen, dass ich es überhaupt habe oder es hat noch ein Preisschild und ich habe es noch nie angezogen. Das kann weg. Das kann wirklich getrost auf den Wegstapel. Und dann darf natürlich der Liebestapel, der darf sofort wieder in den Schrank, weil das sind ja wirklich eure Lieblingsteile, die euch sofort eingefallen sind. Und dann geht es an diesen Vielleichtstapel. Da guckt ihr einfach so mal durch. Probiert auch am besten alles nochmal an, guckt euch alles nochmal ganz genau auch im Spiegel an und dann überlegt ihr, fühlt ihr euch in den Sachen wohl? Passen die richtig gut? Weil ganz, ganz oft habe ich das auch gehabt, dass ich Sachen total schön fand, aber es war einfach eine Nummer zu groß, eine Nummer zu klein oder zu eng und nicht zu meiner Figur passend und dann war ich eigentlich nicht so richtig glücklich mit diesem Teil und dann braucht man es auch nicht aufheben, weil wenn man was hat, wo man sich eigentlich nicht so richtig drin wohlfühlt, das ist ja nicht der Sinn von Kleidung. Man soll sich darin ja wohlfühlen. Also kann das dann auch auf den Wegstapel. Da könnt ihr natürlich auch noch gucken, wie oft habt ihr das eigentlich so in den letzten Monaten oder in dem letzten Jahr angehabt. Und da muss man wirklich ehrlich sein. Also so, okay, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal anhatte, also weg damit. Passt es gut? Steht es mir gut? Und was auch noch eine ganz wichtige Sache ist, hat man Sachen zum Kombinieren. Weil manchmal hat man so ein Oberteil oder so und keine Hose, die man hat, passt so wirklich dazu. Und keine Jacke. Und irgendwie denkt man sich so, eigentlich finde ich das schön, aber es passt überhaupt nicht zum Rest von meinen Lieblingsteilen, zu meinem Kleiderschrank. Und ich weiß immer überhaupt nicht, wann ich das anziehen soll. Dann kann das auch weg. Genau, und bei kaputten Sachen kann man auch noch ganz gut gucken, kann ich die vielleicht selber reparieren, kann ich sie reparieren lassen. Oder wenn mir jetzt was irgendwie zu groß geworden ist, kann ich das vielleicht einfach umändern lassen, dass es mir dann wieder passt, wenn es vor allen Dingen ein Lieblingsteil mal war. Da kann man einfach auch nochmal gucken. Oder ob man vielleicht auch was upcyclen kann, dass man irgendwie, da gibt es ja etliche Ideen im Internet, dass man aus einem alten Pullover irgendwie was Schönes Neues machen kann oder aus einem T-Shirt, was einem nicht so richtig gut gefällt. Da kann man auch ein bisschen experimentieren. Aber da auch das in Grenzen halten. Also es bringt jetzt nichts, wenn ihr 20 Teile nehmt und sagt, die will ich jetzt schön machen, weil meistens macht man es dann bei so vielen Sachen nicht. Aber so ein paar Sachen, da könnt ihr es einfach mal probieren und gucken, ob ihr sie dann vielleicht wieder gerne anzieht. Das kann auch funktionieren. Genau, und dann dieser Wegstapel. Soll natürlich jetzt nicht alles in den Müll wandern, das wäre ja Quatsch, sondern nur so Sachen, die ihr wirklich so abgetragen habt, die so viele Löcher haben oder Flecken haben, die können dann wirklich auch in den Müll.
Aber die meisten anderen Sachen kann man entweder gut spenden, zum Beispiel bei Oxfam oder in so einem DRK-Kleiderladen. Aber auch so Flüchtlingssammelstellen gibt es auch immer noch. Oder man kann einen Kleidertausch organisieren mit Freundinnen, beziehungsweise einfach auf eine Kleidertauschparty gehen. In größeren Städten gibt es das auf jeden Fall öfter mal. Bei Sachen, die vielleicht sogar noch das Preisschild haben oder so, die kann man auch einfach bei Kleiderkreisel verkaufen. Manches verkauft sich da richtig gut, manches weniger gut, da muss man es einfach mal probieren. Ist natürlich Aufwand, weil man alles fotografieren muss, aber bei so Sachen, so vor allen Dingen Markensachen, da lohnt sich das auf jeden Fall noch, weil man halt dann auch noch Geld dafür kriegt. Oder man holt sich halt so einen Flohmarktstand, so wie ich hier jetzt bei Mädchenflohmarkt, Mädchenklamotte oder einfach in der Stadt im Flohmarkt. Es gibt ja viele Städte, die haben einmal im Monat einen Flohmarkt, da kann man sich einfach einen Stand buchen und dann mal versuchen, die Sachen zu verkaufen. Dann habe ich noch so ein paar Tipps, wenn ihr so dieses erste große Aussortieren so hinter euch habt. Dann ist es damit ja meistens noch nicht getan, weil so beim ersten Mal ist es oft so, dass man dann viele Sachen doch nochmal in den Schrank hängt und denkt, okay, ich gebe denen nochmal eine Chance, weil ich finde es eigentlich schön und ich würde es eigentlich gern öfter anziehen. Und da gibt es zum Beispiel so den Trick, dass du am Anfang alle Sachen, auch die du so aufhängst, die Kleiderbügel verkehrt rum, als so genau andersrum, wie du sie sonst eigentlich reinhängen würdest, reinhängst und dann kannst du nach ein paar Monaten gucken, welche Kleiderbügel hängen eigentlich noch verkehrt rum, welche Sachen habe ich eigentlich dann wirklich nicht angezogen. Und die kannst du dann auch noch aussortieren. Das habe ich persönlich noch nicht aussortiert, weil ich mich kenne und weil ich dann, glaube ich, genau nach diesen Sachen gucken würde und dann die Sachen anziehen würde, die noch umgedreht sind. Also da muss man vielleicht auch einfach gucken, ob man das hinbekommt. Aber den Tipp an sich finde ich eigentlich ganz gut. Dann, mir haben auch sehr geholfen so Experimente wie Capsule Wardrobe. Da habe ich mich ja für so 3 Monate auf 33 Teile beschränkt. Und dann habe ich die auch ausgelagert hier auf diese Kleiderstangen und habe den Schrank wirklich zugemacht und ihn auch zugelassen. Auch um zu gucken, an welche Sachen erinnere ich mich, was vermisse ich jetzt, wo ich mir denke, ah, das hätte ich heute gut kombinieren können oder das hätte ich heute vielleicht gern angezogen. Aber es gibt auch total viele Sachen, die man einfach vergisst. Also wenn man den Kleiderschrank dann aufmacht nach 3 Monaten und sich so denkt, oh, okay, stimmt, das habe ich ja auch noch. Und da kann man vielleicht dann auch nochmal so das ein oder andere aussortieren, weil man durch dieses 33-Teile-Projekt auch natürlich dann nur die Lieblingsteile nimmt, die man richtig gerne anzieht. Und wenn man dann so Teile hat, die sich mit keinem von den Lieblingsteilen irgendwie kombinieren lassen, dann ist das meistens auch ein Zeichen dafür, dass man das eigentlich auch aussortieren kann. Und dann, was natürlich der allerwichtigste Tipp eigentlich ist, damit man diesen Kleiderschrank, wo wirklich nur Sachen drin sind, die man gerne anzieht und die man liebt, damit es auch aufrecht bleibt. Weil es bringt ja nichts, wenn man einmal richtig viel aussortiert und dann der Kleiderschrank genauso schnell wieder voll ist mit Fehlkäufen. Da hilft eigentlich nur erstmal weniger zu kaufen. Viele erlegen sich auch mal so einen Kaufstopp für ein paar Monate oder für ein Jahr oder so sogar auf. Das müsst ihr jetzt nicht machen, aber vielen tut das einfach gut. Vor allen Dingen vielen Leuten, die so exzessiv auch wirklich online geshoppt haben und wirklich 3 Kleiderschränke mal a 2 mal 2 Meter haben und total unglücklich dann plötzlich sind, weil sie irgendwie immer das Gefühl haben, sie haben nichts zum Anziehen. Dann hilft es auf jeden Fall, sich auch mal so einen Kaufstopp aufzuerlegen. Denn man sollte dann wirklich richtig gut überlegen, was man möchte. Und dann wirklich gezielt einkaufen gehen. Also für mich war das früher auch so eine Freizeitbeschäftigung. Ich fahre mit meinen Mädels in die Stadt und wir gehen shoppen. Und dann kauft man irgendwas, was einem gerade gefällt. Und nur ganz wenige von den Teilen, die man da kauft, werden dann auch Lieblingsteile. Weil viel kauft man im Sale und denkt sich, ach ja, für 5 € nehme ich es mal mit. Aber eigentlich ist es dann gar kein Lieblingsteil. Also da muss man wirklich dann richtig gut gucken, was brauche ich. Da hilft einem zum Beispiel auch sehr gut auf Pinterest so eine Pinnwand anzulegen mit Outfits, die einem richtig gut gefallen. Und da kann man dann gucken, okay, was brauche ich in meinem Kleiderschrank noch? Was brauche ich für dieses Outfit? Was wünsche ich mir total? Was würde es wirklich noch perfekter machen? So meine Alltagsgarderobe. Und dann sucht man wirklich gezielt nach so einem Teil. Das geht zum Beispiel ganz gut bei Kleiderkreisel, weil da kann man ja einfach eingeben, was man will und dann wird es angezeigt. Aber natürlich auch, wenn ihr jetzt nicht Secondhand-Shopper seid, dann geht das natürlich auch in normalen Online-Shops. Aber lasst euch da wieder durch die Sales nicht verleiten, noch irgendwelche anderen Sachen zu kaufen, die ihr eigentlich nicht braucht. Genau, also einkaufen einfach nicht als Beschäftigung zu nehmen, zu sagen, boah, mir ist langweilig oder ich würde mich jetzt gern belohnen für irgendwas oder ich habe Frust und ich gehe einfach gerne shoppen. Denn meistens sind das dann die Sachen, die dann nach einem Jahr noch mit Preisschild im Schrank hängen, die man nie angezogen hat.
Auf jeden Fall gibt es auch noch so schöne Grafiken, wie viele Teile man eigentlich für welchen Anlass braucht. Denn die meisten, vor allen Dingen so die Mädels, haben eigentlich viel zu viele schicke Sachen. Also man braucht wahrscheinlich keine 5 Kleider oder richtig schöne Jumpsuits oder sowas, wenn man nicht jemand ist, der sehr viel auf solche Anlässe geht, wo man das auch anziehen kann. Also wenn du einfach irgendwie einmal im Jahr einen 80. Geburtstag oder eine Hochzeit oder irgendwas besuchst, dann brauchst du wahrscheinlich keine 5 Kleider. Da muss man einfach auch gucken, was so der eigene Bedarf ist. Weil ich als Erzieherin brauche zum Beispiel auch keine Blusen und keine schicken Hosen und keine hohen Schuhe. Das könnte bei dir vielleicht schon ganz anders sein, weil du einfach einen anderen Job hast. Und daran passt sich natürlich auch dein Kleiderschrank an. Genau, das waren jetzt so die Tipps, die mir spontan eingefallen sind, die mir sehr geholfen haben am Anfang. Und ja, wenn ich jetzt was vergessen habe, was dir aber vielleicht geholfen hat, dann schreib das doch einfach mal in die Kommentare. Vielleicht hilft es dann wem anders. Und ja, dann würde ich sagen, fröhliches Aussortieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.